Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Yoshi's Island. Im letzten Part wurden wir von einem Frosch aufgefuttert, nachdem wir von Kame verkleinert wurden. Und dann mussten wir in seinen Magen gegen ihn kämpfen. Also wirklich super interessant und auch ziemlich verrückt. Und jetzt geht's dann auf jeden Fall weiter hier in Welt 3, dann erstmal mit dem 5. Level. Und da legen wir auch gleich los. So, 3-5. Jamming through the trees. Okay, also wieder dann einige Bäume hier, hoch oben. Und ja, es wird dann hier bestimmt auch einige Schluchten geben, bei denen wir aufpassen müssen. Aber das werden wir schon alles hinkriegen. Hoffe ich zumindest mal. Und wieder mal natürlich sehr viele Affen. Also die müssen wir uns dran gewöhnen. Die werden hier jetzt noch weiterhin auch in der dritten Welt vorkommen. Ist ja auch hier die Affenwelt. Wurde ja auch beim ersten Level aus der Welt so gesagt, weil es hieß ja Welcome to Monkey Land oder Monkey World oder sowas, glaube ich. Deswegen, es werden hier noch einige... Das sah interessant aus. Es werden hier noch einige weitere Affen dann immer auf uns zukommen. Auf jeden Fall. So, ich werde vielleicht gleich einen von den Affen am besten da reinschmeißen in die Blume. So, dass man gleich da wieder ein paar Sterne bekommen kann. Bam! Genau reingetroffen, wunderbar. So. Yay! Und schon haben wir 18 Stück. Das ist doch super. So, und dann haben wir sogar auch einen neuen Gegner übrigens. Das war so ein Stacheltypen. Einfach so. Der aber eigentlich, das kann man nämlich hier auch sehen, der eigentlich dann auch immer in einem Topf noch vorkommt. Und wir können, wir können auch ihn selber auffuttern und dann den Topf noch übrig lassen. Und dann, okay, aber ich dachte, ich kann auch von dem wegspringen, aber kann ich nicht, okay. Aber ich kann dann auch eben auffuttern und dann irgendwo anders hinwerfen und dann eben auch als normales Objekt benutzen. Oder runterschlucken dürfte, glaube ich, auch gehen. Genau, okay. So, ja, die Frage ist natürlich, ob jetzt hier irgendwo wieder mal bei den Wänden da etwas zu finden ist. Da kann man sich ja nicht so ganz sicher sein. Ich meine, ich kriege auf jeden Fall hier immer genügend Eier. Deswegen, ich sollte mal vielleicht dann auch nachgucken, aber ich jetzt zum Beispiel. Aber ich darf eben, wie wir es gerade gesehen haben, auch nicht zu viel zerstören, weil ich dann ansonsten den ganzen Boden unter meinen Füßen wegnehme. Deswegen, das ist dann noch nicht so ganz optimal, aber hier ist dann was zu finden. Logischerweise nämlich die Blume da. Und ich möchte ganz gerne die Affen hier alle weg haben. Geh mal weg mit euch. Und die Blume, genau, sehr gut. Und da unten ist auch eine rote Münze. Die da, genau. Und da oben ist auch eine. Okay. Aber ich hoffe jetzt dann einfach mal, dass wir jetzt hier nicht so arg viel anderes Zeug mehr erstmal finden können. Und dass ich jetzt erstmal unbesorgt weitergehen kann. 4 und 2 haben wir schon. Okay. Ja, ist ganz okay vom Schnitt her, würde ich mal sagen. Ein paar mehr rote Münzen wären noch ganz gut vielleicht. Aber werden wir es dann schon noch ein paar hier finden, hoffe ich mal. So. Und noch viel mehr Affen hier. Also hier gibt es vielleicht sogar noch mehr Affen als in allen anderen Leveln bisher. Würde ich sogar fast schätzen, weil hier kommen schon wirklich sehr viele vor. Aber jetzt haben wir hier auch ein paar Scheigeis mal zur Abwechslung. Alles klar. So, und ja, so viele Eier brauche ich eigentlich gar nicht mehr, aber ich habe nämlich eh schon fast voll wieder. Aber irgendwie, was machen die Eier? Irgendwie machen die Eier komische Sachen. Okay, irgendwie wissen die Eier nicht so ganz, was ist mir auch noch nicht aufgefallen, was ich auf den Plattformen machen soll. Denn ansonsten folgen die ja immer alle ganz, ganz schön immer Yoshi und machen auch die ähnliche Bewegung wie auch Yoshi selber. Wie jetzt hier zum Beispiel. Sieht das ziemlich cool aus eigentlich. Aber wenn ich auf so Plattformen bin, dann checken das die Eier irgendwie nicht, was sie tun sollen. Und sind dann total verwirrt teilweise. Machen dann, ja, jetzt geht's aber, weil normalerweise bleiben die eben bei Yoshi einfach. Aber jetzt gerade eben haben die total komische Sachen gemacht, die Eier. Aber ich kann es nicht mehr ganz reproduzieren. Aber egal, passt schon. Okay. Oh Gott, viele Stacheln. Also hier muss man echt aufpassen in dem Level, dass man nicht runterfällt, weil wir haben da halt schon wirklich einige Gefahren immer gesehen unter uns. Entweder halt Schluchten oder halt auch hier Stacheln. Und deswegen hier runterzufallen in dem Level, das kann sehr böse enden. Deswegen man da sehr vorsichtig sein sollte. Und hier ist übrigens auch was. Kann ich überhaupt treffen? Okay, kann ich schon gerade so. Mit dann ein paar Münzen oder halt normalerweise wahrscheinlich... Oder habe ich schon 30 eigentlich schon, ne? Genau. Normalerweise halt dann wahrscheinlich Sterne. Okay. Sonst hier ist auch eine Blume, die ich gerne haben will. Okay, ich weiß schon, was ich dafür tun will. Und ich will am besten das auch mit einer Melone übrigens machen, weil bei so einem ganz, ganz schmalen Gang Eier durchzuschießen wie jetzt hier, das war, glaube ich, schon möglich, aber es ist immer sehr schwierig, finde ich. Und das mit einer Melone immer einiges einfacher. Oder auch nicht, echt jetzt? Okay, ich muss davor noch ein bisschen springen. Aber ich habe sie trotzdem bekommen, die Blume, also ist ja alles gut. Ist da unten der Tod? Vielleicht. Hier auch, oder? Ich denke mal schon. Okay. Also auch echt ein sehr interessantes Level und auch nicht so ganz einfach. Wir haben jetzt dann doch schon einiges hier finden können. 14 und 3 und gleich 14 und 4. Bam. Sehr schön. Also viel fehlt auch schon gar nicht mehr. Aber vor allem auch noch 6 rote Münzen, die wir jetzt dann gleich noch hoffentlich hier irgendwo finden werden. Erstmal Melone. Sehr gut. Und auch wieder viele Eier, also einige Waffen kriege ich auch hier, viele Eier und auch viele Melonen, die man hier immer benutzen kann. Und ich denke mal, da unten ist auch einfach eine Schlucht, deswegen möchte ich mal das auch auslassen. Und dann hier schön auf den, oh Gott, schön auf den, ja, oh mein Gott, war schlecht, schön auf den Bäumen hier entlang springen. Und hier haben wir eine neue Piranha-Pflanze, die ich dreimal insgesamt treffen muss und die immer wieder aber dann solche komischen, stacheligen Dinger rausschießen wird. Und du hast ein Leben, okay, ich dachte schon, du hättest eine rote Münze, so. Aber mit einer Melone kann ich dich ganz einfach besiegen, genau.
Und sie wird auch, egal was für eine Farbe sie hat, glaube ich, immer exakt gleich viele von den Stacheldingern raushauen. Und auch immer im selben Winkel und sowas. Deswegen, das macht da keinen Unterschied. Ist eigentlich noch hier unten irgendwas übrigens? Wenn ich entlang laufe? Oder entlang springe wohl eher? Einen Weg nach oben wieder, ja. Hab ich jetzt noch mehr? Wir haben ja schon alles gefunden. Ah, nee, haben wir noch gar nicht. Okay, sehr gut. Es fehlt noch eine Blume, die vielleicht dann hier sogar ist. Wäre möglich. Okay, hier ist was, ja. Ein Schalter. Und ich habe wieder so eine Art P-Switch-Run hier. Na toll. Okay. Hier nach oben. Okay, damit wir mitfahren erstmal. So, und hier dann gleich wird jetzt noch hoffentlich, wie gesagt, die Blume erscheinen. Weil das sah gerade eben so aus, als wäre da auf der rechten Seite dann schon das Ziel gewesen. Deswegen, ich hoffe mal, dass wir jetzt dann gleich eben noch die letzte Blume dann hier finden können. Weil im eigentlichen Level wird sie, glaube ich, nicht mehr vorkommen. Mal schauen. Und das war daneben, verdammt. Treffe ich hier noch? Ja, nicht mehr. Okay, aber ist nicht so schlimm. Weil Leben, darauf kann ich auch verzichten. Aber wenn dann gleich die Blume kommt, die will ich dann natürlich schon treffen und dann auch rechtzeitig abschießen, wenn es geht. Aber es wirkt irgendwie auch wirklich wie nur so ein Bonusraum, der nur für Leben da ist. Weil wir können ja auch viele Münzen hier bekommen, aber eben auch einfach so leben. Aber es wirkt nicht wie ein Bonusraum, wo wir auch eine Blume finden können, habe ich den Eindruck. Und da unten ist jetzt einer irgendwie. Das ist derselbe wie der gerade eben, den ich nicht getroffen habe, oder das ist ein anderer? Keine Ahnung. Und solche kann es auch geben, die ich aber nicht, ich treffe sie aber nicht. Wo dann einfach, Mann, bin ich schlecht. Wo dann einfach halt auch, das ist halt dann genauso wie wenn man auch halt so ein Fragezeichen-Dings treffen würde, kommen halt dann häufig auch einfach Sterne raus, die man dann kriegen kann. Und ich hätte sogar Sterne gebrauchen können, weil ich ja noch aktuell nicht voll bin, bei den Sternen. Mir fehlen ja noch zwei Stück. Mann, das war nur wirklich alles dann Bonus für Leben und sowas. Okay. Aber es muss ja dann eigentlich doch noch ein bisschen was vom Level kommen, weil mir noch eine Blume fehlt. Es sei denn, ich habe die verpasst, das kann natürlich immer sein. Aber ich hoffe es mal nicht, ich hoffe, dass dann gleich noch hier irgendwas kommen wird. Oh Gott, aufpassen. Okay, es ist nämlich immer bei den Piranha-Pflanzen hier, die Sachen rausspucken können so, dass sie die ersten beiden hier in so einem Winkel schießen und dann das letzte in diesem Winkel. Und dann muss sie kurz nachladen quasi. Und das ist hier in jeder, bei jeder einzelnen Farbe immer so. Genau. So, kommt jetzt dann gleich noch die Blume? Ich hoffe es, wie gesagt. Okay, es kommt noch hier eine Röhre auf jeden Fall. Und noch Münzen, also es kommt schon noch ein bisschen was. Und wir haben noch Chancen auf noch die Blume dann. Aber erstmal sind ja wieder die Affen ziemlich im Weg. Was finde ich hier? Okay, Sterne. Ja, einen Stern. Okay, das ist interessant. Da wären wir jetzt... Also zwei wären mir jetzt lieber gewesen. Ich meine, normalerweise sind immer fünf drin. Aber zwei hätten mir sogar auch schon ausgereicht. Aber ich finde nur einen einzigen. Kann ich hier rein? Nein. Okay. Aber hier kann ich entlang. Aber ist irgendwie komisch, dass wir jetzt den Schalter hier noch nicht gefunden haben. Weil es wirkt so, als müsste der jetzt dann mal irgendwo kommen. Hier vielleicht irgendwo? In der Ecke? Nee, auch nicht. Ich meine, hier muss ja wieder irgendwo einer sein. Damit wir dann die Münzen da sichtbar machen können, dass wir dann die auch einsammeln könnten. Okay, hier ist die Blume übrigens. Ja. Ich meine, jetzt habe ich alles gefunden. Und das ist gut. Aber ich habe trotzdem irgendwie kein so gutes Gefühl. Weil ich halt immer ganz gerne, wenn es geht, alles in einem Level zeigen will. Also auch die Secrets, die man für 100% gar nicht braucht. Würde ich schon auch immer ganz gerne alles zeigen wollen. Hier vielleicht irgendwo? Okay, hier ist der Schalter einfach. Okay, auch gut. Alles klar. So. Und dann kann man eben hier, weisen einem die Münzen sogar schon den Weg. Kann man eben dann hier entlang gehen und dann noch ein paar weitere Münzen dann mitnehmen. Ui, das war, wow, das war ziemlich cool. Ziemlich skillig auch, würde ich behaupten. Nicht schlecht auf jeden Fall, nicht schlecht. Aber dann gleich dürfte auch schon das Ziel kommen. Leider fehlt mir jetzt dann eben noch ein einziger Stern, ja. Aber habe ich dann noch andere Items? Ich habe übrigens außerdem letztes Mal wieder ein bisschen gefarmt. Und ich hatte ziemlich viel Glück, denn ich habe viermal hier ein Plus 20 bekommen. Nicht schlecht, oder? Aber ich habe gar nichts, was mir hier Sterne geben kann. Also halt gar nichts außer die hier. Deswegen, das ist jetzt ein bisschen ärgerlich, dass ich jetzt dann das so total verschwenden muss. Das ist sogar so ärgerlich, dass ich das mal sein lasse. Weil ich will dann ganz gerne was anderes machen, weil das ist mir jetzt zu blöd, da jetzt so ein 20er herzugeben. Ich werde dann hier sowas machen. Ich darf die ja nicht auf die Affen werfen, weil die Eier dann einfach hindurchgehen werden. Aber Shy Guys, bei Shy Guys wird es funktionieren. Das wollte ich gar nicht. Oh Gott. Bei Shy Guys wird es funktionieren. So. Und. Bam. Yay! Okay, haben wir jetzt uns dann hier eine 20er-Karte gespart. Das wäre echt verschwendet gewesen, finde ich. Für einen einzigen Stern da so eine 20er herzugeben, also ist schon so besser gewesen. So, kein Bonus, aber ist okay. Gut. Haben wir auch das Level dann eigentlich ganz gut abschließen können, würde ich sagen. So, 100%. Da-da-dum. Gut, und dann geht's gleich weiter. Mit dem nächsten Level, mit 3-6. Mit auch einem sehr interessanten Thumbnail und wieder einem neuen Gegner. So, nämlich 3-6. The Cave of Harry Hedgehog. Harry Hedgehog, genau. Mit dann gleich ein blauer Igel.
Woher kennt man denn ansonsten einen blauen Igel? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine Anspielung sein soll, irgendwie an Sonic oder so, keine Ahnung, weil ich meine, die Igel, die wir jetzt dann gleich treffen werden, die Harry Hedgehogs da, die haben jetzt rein vom Äußerlichen her, abgesehen davon, dass sie Igel sind und blau, haben sie jetzt keine so großen Ähnlichkeiten mit Sonic. Aber vielleicht ist es auch doch eine Anspielung, ich habe keine Ahnung. So, ich habe zwei Wege. Der Pfeil war oben. Der Pfeil zeigt eigentlich immer den richtigen Weg. Deswegen gehe ich erstmal hier unten entlang, weil dann das wahrscheinlich Bonus ist, nehme ich jetzt mal an. Ist es Bonus? Und ist der richtige. Nee, sieht eher nach dem richtigen Weg aus, ehrlich gesagt. Oder? Ist es? Ich meine, das ist so ein Schlüssel auch noch. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Weil, es ist ja auch nicht immer so, dass, jetzt haben wir einen eingeklaut, das fällt ja ein, ist ja auch nicht immer so, dass man bei solchen Orten dann zurückgehen kann. Okay, hier wäre dann eine Blume gewesen, beim oberen Weg. Also wäre es doch besser gewesen, oben entlang zu laufen. Und den Schlüssel hätte ich sogar auch mitgenommen. Und ich wäre aber dann zum selben Ort einfach hingefallen, oder? Also halt dann auch hier nach unten. Nee, gar nicht wahr, ich wäre dann woanders rausgekommen, oder? Kann ich denn zurückgehen? Okay, kann ich, ja. Dann gehe ich nochmal kurz dann doch den oberen Weg entlang. Weil, also anscheinend ist es so, dass halt beide Wege an denselben Ort an sich hin, ich meine, ein bisschen woanders finden sie schon hin, ja. Also sie finden beide in denselben großen Raum und ich komme dann auch an dieselben Orte hin, aber ich kann halt oben noch eine Blume und einen Schlüssel mitnehmen. Deswegen ist schon oben dann die bessere Wahl, ne? So, Blume, ja. Und dann auch noch Schlüssel. Achso, okay, jetzt kann ich einfach hier oben drüber springen. Und Blume sogar auch noch ist hier, also noch so eine Blume. Das ist aber schwierig jetzt, finde ich. Schaff ich das? Ja, weil das war interessant. Ich meine, eigentlich ist es halt drin gelandet, ne? Muss man zugeben. Aber es zählt irgendwie nicht. Wenn das da zu häufig abprallt oder wie. Ah, dann lass ich es mal. Keine Ahnung. Wird schon in Ordnung gehen. So. Auf jeden Fall haben wir jetzt da oben dann schon den Harry Hedgehog dann so ein bisschen sehen können. So, da ist er nämlich. Hallo. Und ich meine, ja, so langsam ist er nicht, ne? Also ist schon so ein bisschen schnell. Also vielleicht ist es doch eine Anspielung an Sonic. Ich habe, wie gesagt, keine Ahnung. Aber ich kann ihn auch ganz leicht besiegen. Ich muss halt warten, bis er seine Stacheln eingezogen hat. Aber dann ist er kein Problem mehr. So, und hier geht's nach oben. Und zwar zu einem weiteren Harry. Und dann auch hier Sterne, genau, Sterne, ja. Und dann auch gleich eine weitere Blume sogar. Die ich auch gerne hab. Na, Mann, ey. Die ich auch gerne haben will. Und ich wurde gerade mal getroffen. Super. Oh, Mann. So, mit der Feuermelone kann ich die aber auch ganz leicht besiegen. Dann kann ich die immer besiegen, auch wenn sie ihre Stacheln gerade draußen haben. Obwohl ich. Also, ich glaube, wenn sie ihre Stacheln draußen haben. Oder ich weiß nicht genau. Kann ich dann auch Eier auf sie werfen, um sie zu besiegen? Also ich kann sie dann nicht oder halt essen. Das geht ziemlich sicher nicht. Aber vielleicht geht Ei drauf werfen schon. Keine Ahnung. Aber Feuer dürfte immer gehen. Egal, ob sie gerade ihre Stacheln draußen haben oder nicht. Also das ist dann damit kein Problem. So, ich weiß auch gerade nicht, warum ich diesen Felsen hier mit nach unten rolle. Aber wird schon irgendeinen Sinn haben, hoffe ich mal. So. Okay, ich komme dann gleich einfach hier nach oben. Und ich muss es sogar auch machen. Ich komme hier anders nicht nach oben. Okay. Und das da unten sieht wieder schwer für mich wie ein Maulwurfsabschnitt aus. Mal gucken. Hier erstmal. Ist ein Samen. Okay. So. Also ist auch wieder so ein bisschen labyrinthartig aufgebaut, das Level. Da man jetzt hier nicht unbedingt sofort den Durchblick hat, wo es hingeht. Ich will erstmal alle Münzen einsammeln, ganz gern. Weil es sind auch rote dabei, genau. Bevor ich dann gleich hier nach unten falle. Und ich dann vielleicht nicht mehr zurückkommen kann. Ja, genau. Okay. Deswegen kurz alle von denen einsammeln. Hier ist auch eine, ja. Und das sind, glaube ich, keine mehr. Okay. So, dann gleich mal hier den benutzen. Und wir haben da gerade schon gesehen, dass es hier auch etwas Wichtiges dann gibt, wie zum Beispiel da die Blume. Aber die Blase hier war jetzt nicht in einem Fragezeichen-Dings drin. Okay, ich komme eh wieder nach oben, alles klar. Deswegen, es dürfte so sein, dass man das immer wieder machen kann. Aber ich will ja natürlich trotzdem gleich, wenn es geht, alles beim ersten Mal mitnehmen. Also, ich muss hier nochmal einen Umweg gerade gehen. Und da war nicht mal eine rote Münze dabei, ernsthaft? Voll die Verarsche. Schaffen wir das? Na komm, nein! Okay, boah, gerade noch so. Gerade noch so. Wie gesagt, die Steuerung ist bei dem Maulwurf manchmal ein bisschen seltsam und ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Weil ich wollte mich da gerade am Ende schon eigentlich früher nach rechts, aber ich war noch nicht ganz richtig ausgerichtet, deswegen hat es noch nicht so ganz gut funktioniert. Also muss man dann immer noch eventuell so ein bisschen warten oder so ein bisschen hin und her wackeln irgendwie, bis man dann die richtige Position auch gefunden hat. Jetzt habe ich wieder zwei Wege. Aber oben wirkt auch wieder eher wie Bonus, würde ich sagen. Ich komme da vor allem auch nur hin, wenn ich auch das geschafft habe. Da komme ich anders gar nicht hin, also dann ist das auf jeden Fall Bonus. Und nicht der richtige Weg, deswegen gehen wir erstmal hier entlang. Und gucken mal, was hier so ist. Aber nee, hier ist ein Checkpoint. Ist doch der richtige Weg? Oder ist es ein optionaler Checkpoint quasi hier? Aber es ist hier auch ein Pfeil. Also irgendwie verwirren mich die Pfeile hier in dem Level eher, als dass sie mir helfen. Ehrlich gesagt. Wie viel habe ich eigentlich schon? Schon ziemlich viel, ja. Ich meine, das sind sogar noch weitere rote Münzen hier.
Wir haben schon alle. Dann gehe ich doch nochmal kurz zurück und schauen wir nochmal schnell den unteren Weg an. Weil mir fehlt ja jetzt nur noch eine Blume, aber ich würde natürlich auch noch ganz gerne das Minispielhaus dann... Naja, Mann, ich bin so schlecht. Das Minispielhaus dann gleich finden. Weil ich ja nicht umsonst den Schlüssel hier durch die Gegend schleppe. Ich will dann schon, dass der gleich dann auch irgendeinen tieferen Sinn hat, der Schlüssel. Wäre auf jeden Fall ganz schön. Mal gucken. Okay, da ist... Achso, nee, es ist gar kein Minispielhaus. Okay, das ist einfach nur jetzt eine normale verschlossene Tür. Interessant. Sehr interessant sogar. Okay, aber die Münzen zeigen mir an, dass ich jetzt da auch runtergefallen wäre an diesen Ort. Also ich wäre am selben Ort rausgekommen. Ja. Gehe ich jetzt mal durch. Ist aber irgendwie komisch, finde ich. Und ich hoffe, ich habe da jetzt keine Blume irgendwo verpasst. Ist das schon das Ziel? Ja, hier ist noch was. Ein Schalter ist hier noch, okay. Aber hier kommt jetzt dann schon recht bald das Ziel, behaupte ich mal. Bin ich das dran vorbeigelaufen? Moment. Hä, wo ist es denn? What? Hä, was hat der Schalter jetzt gemacht? What? Oder hat er... Achso, der hat gerade das Fragezeichen-Ding da erscheinen lassen, oder wie? Achso, verdammt. Ah ne, ist immer noch da. Oder? Hä? Ich check gar nichts mehr. Oder hat er... Okay, er hat die Münzen wahrscheinlich erscheinen lassen, ne? Wo ich aber erst jetzt dann halt hochkomme. Also ich hätte zuerst die Treppe aktivieren sollen. Okay. Aber ja, ich habe eine Blume verpasst dann. Ja, tatsächlich. Hätte ich vielleicht doch noch diesen Weg oben dann noch weiter entlang gehen sollen. Weil vielleicht wäre da auf der rechten Seite noch was gewesen, das könnte sein. Weil da war, glaube ich, noch ein Pilz, bei dem ich jetzt nicht oben drauf war, meine ich. Oder ist hier am Ende noch eine? Nee. ja, ist ärgerlich leider, aber ich kann ja auch nicht mehr zurückgehen, glaube ich. Oder? Nee, kann ich nicht mehr, genau. Schade. Aber gut, dann müssen wir halt erstmal das dann doch beenden. Aber das ist irgendwie auch, jetzt finde ich, ein komisches Level gewesen, weil das heißt ja, dass man den Schlüssel brauchte, um das Level überhaupt abschließen zu können. Ja, das ist aber irgendwie doof, weil den Schlüssel bekam man ja ganz am Anfang des Levels. Und wenn man halt wirklich den falschen Weg gewählt hätte und man halt unten entlang gelaufen wäre und man das auch mit dem Schlüssel da nicht gecheckt hätte, dass man da von oben hergekommen wäre oder den hätte bekommen können, dann hätte man ja am Ende, um das Level überhaupt abschließen zu können, das ganze Level nochmal zurücklaufen müssen, nur um diesen Schlüssel da zu holen. Oder? Weil ansonsten waren halt solche Schlüssel, die man halt jetzt dann eher so optional bekommen kann und die man auch erst ganz am Ende vom Level braucht, die waren halt dann auch wirklich nur für etwas Optionales bisher, aber hier brauchte man sie. Also finde ich sogar ein bisschen komisch, ehrlich gesagt, dann vom Level-Design. Ehrlich gesagt, aber na gut. Auf jeden Fall werden wir es dann gleich noch hoffentlich herausfinden können, wo dann die fehlende Blume war. Achso, man kann auch einfach in die Röhre hier am Ende reingehen und da ist dann die Blume. Toll. Und auch noch viele, viele weitere Münzen. Aber so ein bisschen beeilen müssen wir uns, dass wir die Blume dann gleich noch erreichen. Aber das sollten wir auch hinkriegen. Okay, ja, das war halt auch ein bisschen doof, weil ich halt auch nicht genau wusste, was denn da als Bonus ist und was der richtige Weg. Und deswegen bin ich da nicht mehr in die Reihe reingegangen, weil ich glaube, ich wollte es schon beim letzten Versuch auch noch irgendwie machen. Aber ich wusste eben nicht genau, was jetzt der richtige Weg ist, weil ich habe eben angenommen, dass die Tür Bonus sein würde, weil ich es halt fies fände, wenn man den Schlüssel vom ganz von Anfang des Levels hier bräuchte. Und deswegen war ich dann da so ein bisschen verwundert und hab dann die Röhre irgendwie dann völlig verdrängt oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir jetzt alles. Sterne habe ich auch sogar. Ich muss auch keine Itemkarte benutzen, also alles gut. Wir können das Level abschließen. So, alles klar. Und noch ein Bonus-Minispiel. So, wir schaffen dann sogar noch ein weiteres Level, würde ich sagen. Dass es dann hoffentlich nicht mehr so mega lange dauern wird. Mal gucken. Aber erstmal noch ein kurzes Minispiel. So, nämlich... Matchcards. Okay. So, das ist ja... Okay, das ist das hier. Das ist noch das letzte Neue, glaube ich, das noch fehlt. Und zwar Memory, das ich überhaupt nicht kann. Okay. Boah, ich habe mir so ungefähr gar nichts gemerkt. Ja, drei Sachen habe ich mir gemerkt. Zumindest. Also drei Sachen sicher. So, hier. Eier. Ja. Dann noch hier. Ich glaube übrigens, einen Fehler darf man machen. Meine ich zumindest. Dann hier, genau. Und dann noch ganz oben und ganz rechts war auch noch was. So, der Powerblock, okay. Dann 20 Sterne waren noch rechts oben und irgendwo unten. Aber wo genau, weiß ich nicht mehr. Hier? Okay, sehr gut. Habe ich mir doch ein bisschen mehr merken können. Wunderbar. So, also hier, da kann man eigentlich bei Memory hier auch einiges dann mitnehmen. Was war noch links oben? Waren links oben 10 Sterne? Ich glaube schon.
Also wenn ich dann leicht die finde, werde ich dann nach links umgehen. Aber erstmal irgendwas anderes. Keine Ahnung, wo das war. Das andere, hier. Yeah, ich hab geraten. Okay, ich könnte es sogar tatsächlich perfekt schaffen. Denn auch hier wird was Besonderes passieren, wenn man das perfekt hinbekommt. Mal schauen. Ja, kein Pfeil. Hier. Nein, okay, 10 Sterne. Die waren dann, glaube ich, eben noch links oben. Aber ich nehme halt trotzdem aus Sicherheitsgründen dann noch das andere. Man darf eben einen Fehler machen, man braucht nur einen. So. Alles klar. Und jetzt dann beim letzten Pärchen, wo jetzt eigentlich eben 10 Sterne waren, kriegen wir jetzt dann, da wir es komplett gelöst haben, 10 Leben. Yeah. Also hier kann man auch ordentlich absahnen. Ist sogar wahrscheinlich noch ein bisschen besser zum Itemkarten und auch zum Lebenfarmen geeignet, als halt das erste Bonus-Minispiel aus der ersten Welt. Aber ich bin mir nicht sicher, zu welcher Welt dann hier Memory gehört. Also bei welcher Welt wir das dann halt als Bonusspiel auch von der Karte aus immer spielen können. Es könnte sein, dass es hier bei der dritten Welt war, aber das weiß ich nicht mehr, in welcher Reihenfolge das alles war. Aber ist da auf jeden Fall auch sehr nützlich, finde ich. So, und dann auch gleich noch 3-7, machen wir auch noch. So, Monkeys Favorite Lake. Okay, ihr Lieblingssee ist der hier, wo wir gerade sind. Okay, also jetzt dann auch wieder so ein bisschen mehr ein Wasserlevel. Was wie gesagt nicht ganz so toll ist für Yoshi, weil eben Yoshi im Wasser sehr unbeweglich ist, leider. Und wir da auch nicht so wirklich mega hoch draus abspringen können. Und im Wasser haben wir halt nicht so viele Möglichkeiten wie an Land. Deswegen wird es dann allein deswegen schon etwas schwieriger werden. Ich will am besten das Wasser nur so selten berühren, wie es irgendwie geht. Und wie jetzt gerade zum Beispiel, immer häufig von Gegnern einfach wegspringen und dann so dem Wasser irgendwie fernbleiben. Oder auch solche Räder hier benutzen, das geht zum Beispiel auch, genau. Und ich werde es auf jeden Fall auch mitnehmen, weil ich es ja eventuell sogar auch dann am Ende des Abschnitts brauche, um halt dann irgendwas erreichen zu können, die Blume zum Beispiel, die ich ansonsten mit einem Ei abwerfen müsste. Aber mit dem Rad kann ich es einfach so machen. Ich muss dafür auf die Affenschaukel da oben aufpassen und auf die anderen, oh Gott, auf die anderen blöden Gegner, die mich ja auch nicht erwischen dürfen. Okay, dass ich jetzt da durchgekommen bin ohne Treffer, ist eigentlich auch schon fast ein Wunder. Aber ich habe es irgendwie schaffen können. Bin ich auf jeden Fall, oder bin ich sehr zufrieden damit. Ist das hier noch irgendwas wieder versteckt? So ganz fies? Anscheinend nicht. Okay. Aber hier oben ist eine einzelne Münze. Warum ist die da? Ja, hier ist auch noch was, aber das ist ja nicht das... Ah, hier ist noch ein Schalter, aber... Okay. Sehr interessant. Was macht der? Zeigt mir hier einen Geheimgang. Okay. Mal gucken, was da ist. Wieder die U-Boot-Fähigkeit. Okay. Tadam! Ich habe auch hier wieder so viele Versuche, wie ich will. Also ich kann mir dann auch wieder, verdammt, dann auch gleich wieder Zeit lassen. Und dann schön alles erkunden, werde ich auch tun. Und dann alle Münzen mitnehmen, genau. Da es hier dann auch wieder rote Münzen für uns zu holen gibt. Und ich will natürlich logischerweise alle von denen haben. Ist auch noch die. Aber kann man auch beim ersten Versuch eigentlich ziemlich locker gleich schaffen. Weil dafür ist auf jeden Fall genügend Zeit. Okay. Und raus hier. Hui. So, und hier aus der Röhre komme ich wieder raus. Aber was hat jetzt mit dieser Münze auf sich gehabt? Ist da oben noch irgendwas? Nee. Weil das ist schon komisch, dass einfach da so eine einzelne Münze platziert wurde, finde ich. Aber wir gehen jetzt mal weiter, weil ich habe da jetzt nichts finden können erstmal. Wird schon alles passen, hoffe ich. So, ich will dann gleich hier nach oben auch gehen, weil da oben bestimmt auch irgendwas ist. Da komme ich auch relativ leicht eigentlich hin. Wenn ich von hier aus schön... Aber erstmal dich. Weil das mal wieder so ein Typ, der verschwinden wird. Die ich ja am wenigsten mag, diese Gegner von allen Gegnern. Hier im ganzen gesamten Spiel. Aber jetzt erstmal kurz hier rüber. Denn hier ist doch bestimmt irgendwas, oder? Oder auch ernsthaft jetzt? Einfach so eine Blockformation ohne irgendwas. Das finde ich auch wieder sehr, sehr komisch. Wie auch die Münze gerade eben. Also irgendwie gibt's hier einige komische Sachen, die irgendwie keinen Sinn ergeben, finde ich. Weil eigentlich macht ja in Nintendo-Spielen alles immer irgendwie Sinn. Und es wird eigentlich niemals irgendetwas einfach so nur hinplatziert. Einfach nur halt, weil halt. Sondern es hat wirklich immer irgendeinen tieferen Sinn noch. Aber diese Blockformation da jetzt gerade hatte gar keinen Sinn. Null. Und deswegen bin ich da jetzt ein bisschen verwirrt. Aber wird schon alles passen, hoffe ich mal. So, komme ich dann hier gleich zur Blume irgendwie hin? Ja, komme ich, sehr gut. Yay! Und noch mehr Eier, das ist auch gut, weil ich habe nämlich eh Eier gebraucht. Ich habe nämlich eh keine mehr gehabt. Und jetzt habe ich wieder 6 Stück, wunderbar. So, ist eigentlich da oben auch noch irgendwas übrigens? Weil da komme ich aber nicht wirklich hoch. Ich meine, ich könnte irgendwie ganz tricky von dem Affen wegjumpen, um dann schon da hochzukommen. Aber bei dem einen Block da... Verdammt! Bei dem einen Block da eben war ja auch nichts. Und deswegen, warum sollte dann hier etwas sein? Weil das ist sogar noch schwieriger, da hochzukommen. Ich meine, das war ja nicht schwierig, da gerade eben hochzukommen, ne? Aber da jetzt hochzukommen, das wäre jetzt schon etwas schwieriger. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwas ist. Also es wird schon passen, hoffe ich mal. So. Bam. Und bam. Wie gesagt, das haben wir auch schon gesehen, man kann diesen Gegner auch mit der Stampfattacke besiegen, aber ich finde es schon einfacher, da 3 Eier zu benutzen. Ist zwar auch ein bisschen verschwenderisch, das stimmt schon, aber ich finde es trotzdem einfacher.
So, und dass hier zum Beispiel nichts oben drauf ist, das kann ich verstehen. Weil dieser Block hier ergibt ja Sinn, weil ich ja nämlich hier halt dann die Krabbe da im Weg hatte. Weil wenn es nicht da gewesen wäre, hätte ich ja einfach drüber springen können. Aber so musste ich eben halt in die Nähe von der Krabbe hinkommen. Und deswegen ist halt das hier dann eher als Hindernis gedacht. Deswegen, das macht schon Sinn, dass der Block da ist. Aber der am Anfang, der macht halt gar keinen Sinn. Der hat überhaupt keinen Grund da zu sein, aber trotzdem ist er da. Und das finde ich total komisch. Aber jetzt lassen wir es dann mal. Wird schon, wie gesagt, alles passen. So, noch ein Samen sogar, okay. Und das sieht nach einem Bonus aus, da oben. So ist es. So, mit Melonen, yay. Zwei Stück sogar kriege ich hier. Und aber dafür einige Affen, die mich hier hart nerven wollen. Aber wir kriegen dafür auch Münzen. Rote Münzen natürlich allen voran auch. Und eine Blume sogar auch noch. Yay, und ein Pfeil noch. Und am Ende der Spitze war auch eine rote Münze. Und hier sogar noch mehr. Und zwar ein Leben. Und noch Sterne, yay, cool. So, ich will aber die hier ganz gerne auch noch haben, weil ich gierig bin und alles mitnehmen will. Okay, dann hier nach unten. Gut. So, mal kurz wieder gleich auf die Statistik gucken. Wie sieht's denn aus? Noch 9 rote Münzen und 2 Blumen. Und hier ist die nächste Blume. Oder auch nicht. Ja, kann man wie gesagt auch eigentlich sehr leicht erkennen, wie ich finde, dass das keine echten Blumen sind. Man kann sogar übrigens auch von denen wegspringen. Das dürfte ziemlich sicher funktionieren. Ja, wenn ich dann auch wirklich drauf landen würde und nicht mittendrin. Ich will es mal kurz zeigen, weil es geht. Bin ich mir relativ sicher, dass man eben von denen auch wegspringen kann, von den Blumen da. Oh Mann, ey. Ich gehe wieder meine ganzen... Ja genau, kann man. Jetzt haben wir es kurz sehen können. Und ich kann eben auch hier an höhere Orte gelangen. Ist ja auch schon logisch, weil die haben ja auch keine Stacheln oder sowas. Deswegen, warum sollte man nicht auf sie drauf springen können? Aber seitlich... Was machst du denn? Aber seitlich berühren darf ich sie eben nicht. Okay, und Wasser scheint auch von den Blumen eine Schwäche zu sein. Weil die da auch nicht so ganz wissen sollen, was sie... Oder, okay, jetzt ist er gestorben. Weil die nicht so ganz wissen, was sie da mit ihrem Leben anfangen sollen unter Wasser. Aber na gut. Oh Gott, ey. So, und hier ist die nächste Blume. Schon die letzte, glaube ich, ne? Ich meine schon. Ist hier oben jetzt übrigens irgendwas? Auch nicht. Okay, na gut. So, die letzte Blume also schon, oder? Ah, nee, gar nicht. Okay, ich dachte, wir hätten gerade nochmal eine gefunden, eine weitere. Aber anscheinend doch nicht. Ey, ist es nicht so, dass ich in dem... Ich weiß nicht genau. War es nicht so, dass ich vor dem Bonusraum gerade eben mit der Ranke da, dass ich da nicht auch schon 3 Blumen hatte? Weil ich habe da gerade eine weitere bekommen. War das nicht so? Dachte ich eigentlich. Vielleicht auch doch nicht. Wird schon alles seine Richtigkeit haben, hoffe ich mal. Aber ist ja auch sogar ganz gut, weil uns fehlen ja eh noch auch sehr viele rote Münzen. Und wenn ich jetzt schon alle Blumen hätte, dann wäre das eh komisch. Deswegen ist schon ganz gut so, denke ich mal. So, hier ist so ein lustiger Gegner. Der, glaube ich, Blubberblasen rausschießen kann. Die ich dann auch wieder nehmen kann und dann wieder irgendwo anders hinschießen kann. Genau. Und den Typ selber, wenn ich den runterschlucke, kann ich den überhaupt runterschlucken? Geht das? Ah ne, ich kann nicht mal in den Mund nehmen. Aus irgendwelchen Gründen. Okay. Kann ich die töten? Das geht schon, okay. Aber ich kann mir eben von denen halt Blubberblasen holen, wenn ich will. Aber die haben jetzt halt nicht so mega den Nutzen, weil die ja auch nicht gegen jeden Gegner was bringen. Und da ist eigentlich sogar schon das Auffressen oder auch Eierwerfen ein bisschen sinnvoller, finde ich. So, aber andererseits könnte man, das stimmt, könnte man sie ausnutzen, um dann dort nach oben zu kommen. Aber ich glaube nicht, sind sie jetzt tot? Ja, sind beide gestorben leider, oder? Die Typen hier. Ne, einer lebt noch, okay, aber ich kann, ja, stimmt, ich kann nicht nach oben bringen. Aber ich kann die Blasen eben halt essen. Kann ich denn von meinen eigenen Blasen wegspringen? Rechtzeitig vor allem, geht das? Okay, es geht schon. Ich kann eben dann hier nach oben kommen, ja, ganz kompliziert, aber es geht. Aber hier ist natürlich auch wieder nichts. Also, es gibt wirklich so viele ominöse... Ah, doch, okay, endlich mal, na also. Das hat doch einen Sinn gehabt, siehst du mal. Dass man dann da noch hochkommen kann mit den Blubberblasen dann. Das macht jetzt Sinn, das ist voll okay. Aber warum dieser Block am Anfang? Der machte keinen Sinn. Da gab es nichts versteckt. Oder vielleicht habe ich es auch nicht gefunden. Vielleicht war da doch irgendwas und ich habe es einfach nicht finden können. Das kann schon auch sein. Aber ich finde es immer noch komisch, wie gesagt. Naja. Und noch ein neuer Gegner, nämlich der Kollege hier. Auf den man aufpassen sollte, weil der nämlich einen auffuttern kann. Und ich glaube, der kann einen sogar instant killen, wenn man hier aufgefuttert wird von dem. Deswegen, da sollte man auf jeden Fall aufpassen. Ich kann den, wenn ich ihn abwerfe, dann... Also wenn er gerade normal dastehen oder da schwimmen sollte. Und ich werfe ihn dann ab. Kann ich ihn kurz benommen machen und dann einfach drüber springen. Aber nicht wirklich lange, deswegen muss man schon auch aufpassen. Und ich will da unten rein übrigens. Wegen Blume und roten Münzen. Aber ich muss vor allem auf den blöden Fisch da aufpassen. Weil es war ein bisschen knapp. Aber ist noch alles gut. Okay, 2 rote Münzen fehlen da gleich noch. Und... Habe ich einen Schlüssel? Ist hier der Schlüssel? Okay, das ist auch interessant. Da packt man extra so ein Haus hier hin und dann einfach direkt, direkt daneben den Schlüssel. Aber na gut. So, bei uns da platzen wieder mal, das kennen wir auch schon. Und zwar...
Interessant. Ich meine, ich war auch schlecht, weil ich wollte den links unten gleich zerstören, aber ich war zu blöd dafür. Aber das war jetzt halt doch ein bisschen unfair, das Minispiel. Das kann eben da manchmal passieren, dass halt so ein bisschen unfair ist. Aber es kann ja dafür auch dann für die eigene Seite unfair sein, weil halt dann gleich auf der eigenen Seite dann irgendwo dann halt der richtige Ballon auftaucht. Deswegen ist es halt wirklich nur vom Glück abhängig und deswegen mag ich auch das Minispiel nicht so gerne, aber na gut. Das ist schwierig, finde ich, den zu treffen. Ja, weil, das habe ich auch schon mal gesagt, immer wenn da so ein, okay, Leben, immer wenn da so ein Gang so ganz, ganz eng ist und nur so eine Eierbreite quasi hat, dann finde ich es sehr schwierig, dann dort auch tatsächlich reinzutreffen. Ja, das ist jetzt blöd hier. Weil das sind nämlich noch rote Münzen. Ich werde mal ein bisschen die einfach abschießen, das ist einfacher. Und hier ist aber keine mehr, aber da ist dann die letzte. Und dann haben wir alles gefunden, ja. Werde ich dann auch damit mit dem Ei einfach abwerfen, weil das mir ein bisschen zu riskant, da reinzujumpen mit dem Typen da. Ich will auch wissen, was da drin ist. Nein, ich will aber auch, ich muss schon treffen. Okay, am besten nochmal schön runtergeschluckt. Am besten hier so mit Eiern abwerfen. Okay, einen Weg zurück. Komme ich dann noch an den neuen Ort hin? Achso, man, okay, man, interessant. Man soll sich das Leben da oben eigentlich mit dem Weg holen, aber ich habe es total tricky gemacht. Nämlich dann eben so aus der Luft. Aber ich meine, so ultra schwer war es auch wieder nicht. Also einfach nicht, nee. Aber jetzt so mega ultra schwer, dass man jetzt da so einen Weg extra bräuchte, eigentlich auch nicht. Aber okay. Wir haben alles, deswegen, ich bin zufrieden. Yay! Yeah. Und kein Spielchen mehr, aber ist in Ordnung. Weil der Part ist ja eh schon relativ lange. Da wir jetzt wieder drei Level gespielt haben, das letzte doch noch auch so ein bisschen länger dauerte. Aber ist schon okay. Aber trotzdem läuft es bisher in Welt 3 ziemlich gut. Weil in Welt 2 gab es da eben so ein paar Probleme. Aber ich habe doch jetzt in Welt 3, glaube ich, jedes Level immer auf Anhieb gleich mit 100% lösen können, oder? Ich glaube sogar schon. Aber gut, ich würde dann erstmal sagen, Leute, das war's dann hier für diesen Part von Let's Play Yoshi's Island. Beim nächsten Mal werden wir dann Welt 3 auch schon ziemlich sicher abschließen. Mit dann dem Bosskampf und das Extra-Level dürfen wir dann im nächsten Part schon auch noch schaffen, nehme ich jetzt mal an. Und der Bosskampf, der ist auch ziemlich cool und aber auch sehr interessant aus einem bestimmten Grund. Aber das werden wir dann im nächsten Part schon noch alles wie immer genauer sehen. Okay. Auf jeden Fall würde mich dann auch sehr über einen Daumen hoch, einen Kommentar oder auch ein Abo freuen. Und hoffentlich werden wir uns dann bei neuen Videos wiedersehen. Gut, also dann, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.